Hallo und herzlich willkommen bei den Pistinktaler Schatzsucher. Und hallo, und da bin ich wieder in den schönen Pistinktal. Ja, wir sind wieder unterwegs im schönen Wald. Diesmal woanders, nur wir verraten es nicht, wo wir sind. Das müsst ihr selber raten. Wir sind wieder unterwegs auf mystische Sachen, Münzen, egal was wir finden, Schrott, egal. Wir nehmen alles mit, wenn Schrott ist, wird sowieso entsorgt, kommt die Mistkübel. Da seht ihr einen schönen Feld, ein bisschen links und rechts kurbeln da. Da haben wir eine Genehmigung gekriegt, da haben wir heute den Förster getroffen, den kehrt es, das finde ich cool. Ja, wir können da suchen gehen. Ja, Knopferl habe ich schon gefunden von der Wehrmacht. Ja, wir suchen weiter, das lässt uns jetzt keine Ruhe. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Video bei den Pistinktaler. Bis dann und tschüss dabei. So gut. Du hast schon Türkenobst. Alter. Das ist schön. Cool. Das ist schön. Ein Türkenobst. Das ist wirklich schön. So eine habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Das sind die Türken. Sauen. Den schon von mir. Ich hab schon. Was? Eine Münze. Eine Münze. Na, sehr schön. 1:0. Ne, das war's. Das war's. Das war's, ja. 2 Stück. Ein Hagel. Haken von einem Traktor. Na. Na? Das ist was Wilderes. Schaut aus wie von einem Traktor, so ein Hackerl. Keine Ahnung, was das ist. Hey, cool. Ein Haken. Ein alter Hack. Schieß nochmal. Bäh. Doch gut. Muss ein Rennchen messen? Na danke. Ja. Das ist auch noch ein Regenwurm. Wo? Da, oder? Ist das schon draußen? Ja, schaut so aus. Das sind Steine. Das ist jetzt nicht, oder was?
ist das? Ein Knopf? Ein schöner Knopf. Schon wieder? Oh, der ist schön. Okay. Der ist schön. Hey, cool. Ein Knopferl. Gehört noch gereinigt. Ja. Das ist ein Knopferl, ja. Das ist schon cool aus, ja. Das ist so was komisches Bleimäßiges, was wir schon einmal gefunden haben, das Geschmolzene. Und das ist wach. Das dürfte Blei oder was sein. Ja, das lässt sich auch urleicht bieren. Das ist ziemlich wach. Das ist ein Blei. Das ist auch vom Gesicht her. Interessant. Aha. Ist ein bisschen rund, he? Komisch. Eisen. Ja, aber dann das auch. Ja, ja. Schön. Jetzt sagt man dann Gold an, also Goldzeichen. Bloserin. War irgendwas? Der Bloserin, ja. Schön. Das Bronze. Das ist toll aus. Der ist schön. Schon wieder so ein Ring. Okay. Aber das schaut also ganz anders aus. Das schaut ganz anders aus, der Ring. Sehr schön. Ein alter Römernagel. Der schaut lustig aus. Komisch geformt. Ne, die waren nicht mehr gerade, ne? Ja. Alter Nagel. Der nächste Teil. Ne, das ist die. Das ist ganz anders. Halt ein Loch. Ah, das haben wir auch schon mal gehabt, oder? War das nicht das mit der Laschen hinten? Keine Ahnung. Nein, doch nicht. Vom Militär. Der hat es nicht schwer, der Militär. Sieht man nicht gescheit. Es dürfte ein Hocken oder Krampen oder irgend sowas sein. Schaut cool aus. Dann werden wir mal rausgeräumt.
Dann schauen wir mal, was das ist. Das schaut edel aus. Das schaut super aus. Sehr schön. Und von einem Anhänger gewesen, oder von einer Ochsenkarre oder von einer Kutsche. Und so tief drin. Ein paar 30 cm. Komisches Stemmeisen. Recht lustig. Schaut auch ganz gut aus. Sehr schön. Ja, ja, die schaut. Da ist das Nest da, Mann. Wahnsinn. Eine Schlange. Könnte ein Kreuzotter sein oder auch nicht. Hat schwarzen Kopf, so links, rechts gelbe Punkte, schwarz und leicht grau gezackt. Könnte Kreuzotter sein. Die Mutter mit den Babys. Ja, ja, mit den ganzen Babys dort. Die Wurzeln sind nur dort. So, da haben wir einen alten Gutshof. Man sieht leider nur mehr die Mauerreste. Wir werden von unserem Plan, was wir haben, einmal die Handzeichnung von 1837 mit einblenden in das Video, dass man ungefähr eine Vorstellung hat von dem Gutshof, was da war. Das war ein riesengroßes Gebäude einmal. Kann sich da eh ungefähr vorstellen, wie groß das da war. Da dürfte ein alter Abgang gewesen sein, Trampelpfad. Und da drüben sind auch nur Mauerreste von einem zweiten Gebäude, das war ein bisschen kleiner. Da sieht man auch noch die Mauerreste drin. Und da suchen wir heute jetzt auch noch ab und dann gehen wir Richtung Talwärts. Hallo, grüß euch! Hier ist wieder die Pistinktaler Schatzsucher. Ja, heute Fund des Tages. Ich nehme mal kurz am Hirn mit da. Schaut mal an. Eine Axt. Noch ungeputzt. So eine ganz alte Axt. Ich schätze mal, dass da oder vielleicht irgendein Schmiedeabzeichen drauf ist. Da muss man noch gucken. Dann haben wir gefunden, da weiß ich nicht, was das ist. Ein Dorn. Vielleicht von einem Tiger. Ja, ja. Also, da haben wir wieder so einen alten Nagel. Dann gefunden, da ein abgeprallter von der MG. Dann wieder eine Axt, eine schöne. Die haben wir schon ein bisschen poliert, dass es blau schaut. Ganz was Altes. Zeltringe da vom alten. Was das ist, wissen wir nicht. Ja, Bleibotzen ohne Ende. Das gehört zusammen. Eisen da, irgendein Teil, weiß nicht, was das ist da. Natürlich ein Knopf.
ein Senkknopf mit der Öse noch dazu. Dann haben wir wieder so einen Hammer. Hammernagel sagt man dazu, alte. Dann haben wir da von der Mundharmonika den Teil, sogar mit Holz noch drinnen. Ja, diverse Nägeln. Eine alte Bronzering, das ist ziemlich alt, mega alt. Dann haben wir gefunden, da, keine Ahnung, was das ist da. Dann haben wir gefunden, ein Teil von einer Imgese oder sowas da. Sowas da. Ja, dann irgend so ein, ich schätze mal von einem Holztier oder was, abbrochen. Da, schaut aus wie so ein Teil zum Aufhängen, irgendwas Schönes da. Da haben wir noch gefunden, da ein ganz was Schönes da, war in 40 cm Tiefe drinnen. Dürfte ein Teil von einer Kutsche sein oder was, oder von der Kuh. Hinten den Anhänger da, sogar mit einem... Die Kuh mit Anhänger. Kuh mit Anhänger, ja. Ja, halt, Patronen halt, wieder ein Teil. Alter Römernagel. So Schrott halt dabei. Die guten Sachen nehmen wir auf und der Rest wird entsorgt in Eisenabteilung. Ja, ich hoffe euch, dass das Video euch gefallen hat. Macht Daumen hoch, wie immer. Gewisse Leute machen Daumen runter. Wir wissen eh, wer das ist, oder ich sage es nicht, wer es ist, aber ist eh egal. Aber trotzdem Leute, viel Spaß beim Video. Danke fürs Zugucken und ein bisschen toller Schatzsucher. Tschüssi.